Jo, hallo, ich bin's wieder, Gitwisto5555. Nach einiger Zeit wollte ich euch ja mal meine Star Wars Sachen zeigen, die ich noch so zum Verkauf stehen habe. Also falls ihr Interesse habt, etwas von mir zusätzlich mit einer Autogrammkarte zu erhalten, die ich mir so vor einem Jahr erstellt, weil ich sie schon ein paar Mal gebraucht habe, dann könnt ihr hier unter dem Video einen Kommentar schreiben oder mich eh allgemein bei Instagram, Facebook oder Amino anschreiben. Möchte auch noch sagen, dass ich schon ziemlich Erfahrung gemacht habe mit den Warensendungen oder Pakete verschicken. Ich habe ja ein eigenes eBay bzw. auch eBay Kleinanzeigenkonto. Die zwei Seiten verlinke ich dann auch nochmal in der Beschreibung. Und ich werde es dann auch immer so gestalten, dass ich die günstigste Versandart auswählen kann. Ich kann ja per Brief, Warensendung, Päckchen, Paket oder auch per Hermes verschicken, sodass sich das dann auch in Grenzen hält. Also ich zeige euch jetzt erstmal meine Produkte, die ich so zur Verfügung habe, und nenne euch dann auch gleich noch den Preis dazu, der aber auch auf Verhandlungsbasis beruht. Als erstes haben wir hier tatsächlich was von Lego. Das sind meine Reste vom allerersten Lego Star Wars Adventskalender. Das war auch mein einziger. Insgesamt sind es noch 10 Elemente von 24, weil ich den Rest schon verkauft habe, oder die Minifiguren, die behalte ich ja sowieso. Darunter sind drei Zusatzelemente für Minifiguren. Einmal Waffenständer, zum Beispiel für Chewbacca, dann Blaster und Lichtschwerthalter und Weihnachtsbaum. Und die sieben Raumschiffe sind X-Wing, Starfighter, Millennium Falcon, Imperiale Shuttle, TIE Fighter, Y-Wing, Boba Fett Slave One sowie ein republikanisches Kanonenboot. Preis dafür euch ungefähr mit 6 Euro eingesetzt. Als nächstes haben wir hier ein Star Wars Kartenspiel der Episoden 1 bis 3 von Top Trumps. Originalpreis war 4,75 €. Ich wäre schon mit 2,50 € einverstanden. Es sind natürlich noch alle Karten enthalten, auch die Anleitung und Deckblatt. Alles, was dazugehört. Ich kann es auch nochmal kurz zeigen. So, mal kurze Erklärung. Noch andere vorgestellt. Und da sind dann halt die einzelnen Charaktere oder auch Droiden etwas näher beschrieben. Man kann sich dann sozusagen betteln mit diesen sechs verschiedenen Werten hier. Da haben wir einmal die Größe, Intelligenz, dunkle Seite, ED Power, Kampfkraft sowie Macht. Wie gesagt, so ziemlich viele Personen aus Episoden 1 bis 3. Also nochmal kurz durchgehen hier. Kit Fisto, wo ist Kit Fisto? Da, da. Jo. Ist nur noch ziemlich guten Zustand, also ohne Knicke oder sonst was. Sowas kann man halt auch ganz gut versenden. Ich glaube, da kostet der Versand höchstens 1,45 € für. Wenn nicht sogar 1,30 €, falls es unter 50 Gramm ist. Noch eine kleinere Sache haben wir hier. Das sind noch meine Star Wars Decks, die ich über habe. Wie viele sind's? 2, 4, 6 Stück. Einmal Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, Yoda, dann noch drei glänzende, einmal ein Klonkrieger, Obi-Wan Kenobi erneut und Ahsoka Tano. Ja, die habe ich früher mal aus so einem Sammlermagazin erhalten. Und ein Video habe ich ja auch noch hochgeladen von früher. Da habe ich mal drei Packungen geöffnet davon. Kann man ja auch sehr gut verschicken. Wie gesagt, ich lege auch meine Autogrammkarte immer dazu, auch wenn ihr zum Beispiel nur ein Stack davon kauft. Ja, Preis, keine Ahnung. Ich würde sagen 10 Cent pro normale und 50 Cent für eine glänzende. Und auf der Rückseite haben sie auch eine Magnetoberfläche, also könnt ihr sie zum Beispiel an den Kühlschrank heften. Gelesen habe ich früher auch ziemlich viel. Und das noch ein Star Wars Buch, Geschichten über Jedi und Sith übrig geblieben, im sehr guten Zustand. Ich habe es einmal durchgelesen. Ist vom DK Verlag, die machen ja auch mal recht gute Bücher. Neupreis war ungefähr 10 Euro und ich hätte jetzt so für 4 Euro angesetzt. Kann ich ja nochmal kurz ein paar Einblicke geben. Hier haben wir mal den Inhalt kurz beschrieben. Sind halt auch die Vorgänge der Episoden 1 bis 6. Ist ziemlich große Schrift.
Aber falls man nochmal so die Filme Revue passieren lassen will, kann man hier nochmal alles nachlesen. Es sind auch ziemlich viele Seiten, es sind fast 200. Und hinten noch ein Namensverzeichnis. Ich verkaufe auch was von Hasbro. Als erstes haben wir hier eine Luke Skywalker-Figur aus Episode 7 oder auch 8. Der kommt ja so in beiden vor. Entstammt der Black Series Edition und hat, glaube ich, einen Neupreis von 30 Euro so gehabt. Ich wollte sie auf jeden Fall für unter 20 verkaufen. Ja, es sind halt, wie groß sind die? Müssten 6 Zoll gewesen sein. Vielleicht sammelt ja der eine oder andere davon Figuren und das ist die Nummer 46. Tja, und als letztes und großes Gerät haben wir hier von Hasbro auch ein Blade Builder Set 2 in 1. Da kann man einmal die Jedi nachspielen und dann noch die Sith. Die Jedi haben hier so einen extra Schutz am Lichtschwert dran, damit die Hände geschützt sind. Und die Sith noch so eine clown-ähnlichen Krallen dran. Und dann habt ihr hier die 2 Aufsätze, dann noch das normale Lichtschwert und dann, wie ihr euch entscheiden wollt, könnt ihr den mit dem verbinden. Batterien sind auch enthalten, das heißt, ihr habt Lichter und Soundeffekte. Davon war so der Neupreis bei, ich glaube, 60 Euro. Und ich würde es auf jeden Fall für unter 30 loswerden wollen. Hier nochmal eine kurze Übersicht. Da ist dann der Versand auch ein bisschen schwieriger zu gestalten, aber es wird schon eine Möglichkeit geben. Müssten, glaube ich, gute 5 Euro sein bei Hermes dann. So, das war es erstmal zu diesen Produkten. Ein früheres Video hatte ich ja auch schon mal mit meinen Star Wars Force Attack Karten. Das kann ich hier auch nochmal dann verlinken. Da stehen auch alle meine doppelten Karten in den Kommentaren drin. Die aktualisiere ich auch immer. Und wie gesagt, die eBay-Profile könnt ihr auch unten finden. Da habe ich auch noch andere Sachen, als die ich eben vorgestellt habe. Es geht mir auch ein bisschen darum, dass ich vielleicht so in 1-2 Jahren von hier zu Hause ausziehe. Da muss ich nicht all das Zeugs noch mitschleppen und habe gleich ein bisschen mehr Kohle noch in der Tasche. Ich meine, YouTube wirft jetzt auch nicht mehr so viel ab. Das sind vielleicht 10 bis 15 Euro im Monat. Also vielen Dank schon mal für das Interesse, für das Anschauen des Videos. Anschreiben könnt ihr mich auf Instagram, YouTube und Amino oder Facebook. Und bis zum nächsten Video.